Künstliche Intelligenz ist auf dem Vormarsch. Manche sprechen von einer neuen Evolution, die das Leben auf unserem Planeten fundamental verändern könnte. Künstliche Intelligenz betrifft jeden Lebensbereich: Arbeit, Mobilität, Medizin, Wirtschaft und Kommunikation. Doch macht KI die Medizin besser und den Arzt überflüssig? Wann kommen die selbstfahrenden Autos? Übernehmen Roboter unsere Arbeitsplätze und droht uns womöglich die totale Überwachung? Was genau ist künstliche Intelligenz? Was kann sie wirklich leisten? Was wird sich ändern und was wird reine Utopie bleiben? Dieser Film erzählt die Geschichte einer aufregenden Reise. Wir werden die Wissenschaftler besuchen, die an unserer Zukunft arbeiten. In den USA, Großbritannien, Deutschland und China. Unsere erste Station, Kalifornien, das Silicon Valley. Apple, Google, Facebook haben hier ihre Zentralen. Es ist das Epizentrum des digitalen Umbruchs. Die Tech-Branche hat die Region um San Francisco verändert. Täglich entstehen hier neue Start-up-Firmen, die Mieten explodieren und jeder redet von künstlicher Intelligenz. Seit kurzem wird hier ein neuartiger Supermarkt getestet. Amazon Go. Alles, was man hier braucht, ist eine App. Handy an den Scanner halten und schon ist man drin. Während Leonardo mir die neuen Menüs von Amazon zeigt und mir erklärt, dass der Sprachassistent Alexa zu Hause auch noch bei der Zubereitung hilft, werde ich ständig beobachtet. An welchem Regal bleibe ich stehen? Welche Produkte interessieren mich? An der Decke Sensoren und Kameras. Mit intelligenter Bilderkennung wird alles erfasst. Was nehme ich aus dem Regal? Was stelle ich zurück? Was packe ich ein? Noch ist das hier ein Test. Doch Amazon plant bereits in diesem Jahr weitere 50 Filialen. Das Ende der Verkäuferin. Just walk out, einfach rausgehen. Kein Schlange stehen, keine Kasse. Beim Verlassen komme ich mir etwas vor wie ein Ladendieb. Bequemlichkeit für den Preis von Totalüberwachung. Mein Kassenbeleg. Ein Block weiter ein Robotercafé. Auch hier wird Zukunft ausprobiert. Bestellen per App und Touchscreen. Die digitale Grammatik erobert zunehmend unsere Wirklichkeit. Mein erster Kaffee, serviert von einem Roboter. So also schmeckt die Zukunft. KI wird das Einkaufen verändern, doch was wird aus den Mitarbeitern? Die Universität Stanford, sie zählt weltweit zur Spitze der KI-Forschung, verfügt über ein jährliches Budget von 6,3 Milliarden US-Dollar. Ich möchte wissen, wie wird künstliche Intelligenz die Medizin verändern? Hier wurde ein intelligenter Algorithmus entwickelt, mit dem sich Röntgenbilder untersuchen lassen. Pranav Rajpurkar ist Computerwissenschaftler und zeigt mir, wie einfach das geht. Per Handy eine Röntgenaufnahme fotografieren, das Bild hochladen und wenige Sekunden später die Diagnose. It's a mass and it's saying this thing over here is a possibly cancerous lesion. Ooh. And I can see that right over here. Okay, so it gives you, if I may have a look at it, now probabilities for pneumonia, nodule, edema, effusion,
And that goes bang. Yeah. Now, how does this work? I mean, how did you get to the point? We started with a large data set of chest x-rays, which were released by the NIH, and these contained x-rays and then also labels of different pathologies and whether they existed in those x-rays. So it might say, okay, here's an image, and on this image I have pathology 1, 2, and 3. And we had 100,000 of these images. So we trained a model that can take as an input an x-ray and then output the probability of several different pathologies on this x-ray. Unser Gehirn ist das Vorbild für künstliche Intelligenz. Fast 100 Milliarden Nervenzellen verbinden sich zu einem gigantischen Netzwerk. Stark vereinfacht funktioniert eine Gehirnzelle so. Die eingehenden Signale lösen je nach Intensität einen Folgeimpuls aus. Auf diese Weise stehen die Zellen miteinander in Verbindung. Und dieses Netz lässt sich am Computer simulieren. Ein digitales neuronales Netzwerk. Und diese künstliche Struktur kann lernen, zum Beispiel Tuberkulose zu erkennen. Zunächst braucht es eine Trainingsphase. Die Daten von Röntgenbildern, die Tuberkulose zeigen, durchlaufen das Netzwerk, doch ist die Zuordnung noch ungenau. Nach jedem Durchlauf wird die Struktur des Netzwerks angepasst und so wird die Zuordnung immer besser. Doch es braucht Abertausende von Trainingsdaten. Erst dann hat sich das Netzwerk so optimiert, dass es auch unbekannte Röntgenaufnahmen korrekt erkennt. Doch wie gut schneidet künstliche Intelligenz im Vergleich zum Arzt ab? We have actually done this test twice at this point. Once with a set of studies from the NIH data set that we had a group of radiologists label, and then we compared the accuracy of the model to the radiologists, and we found that they were very similar in terms of accuracy on most pathologies. On one of them, the model was outperforming the radiologist, and on three of them, the radiologists were outperforming the model. And then we repeated the experiment, this time using a data set from Stanford, which we recently released, which is 200,000 chest x-rays. And then we had a similar setup where we had three subspecialty radiologists. These are very uncommon, very trained radiologists to decide what the ground truth for a particular set of images was. And then we compared general radiologists to the algorithm at the task and found that they had similar levels of performance. So these are all Stanford radiologists, so they're trained. They should be good. Yeah. Röntgenbilder korrekt zu deuten ist kompliziert. Doch die künstliche Intelligenz entwickelt sich rasant. Bei einfachen Bildern sind Computer inzwischen sogar besser als der Mensch. Now, if I look at your picture, it's always probability. So there are cases where the machine is not really sure what would be sort of a clear decision to say, okay, this is, I don't know, pneumonia or something else. Yeah, I think it's good to talk in terms of probabilities, because probabilities also give a sense of the algorithm, the model's uncertainty on that particular problem. I think one difficulty with probabilities is that it does make it hard for humans to interpret. Like, what does a probability of 88% versus 92% mean in terms of the decision I should make in the clinic? And so I think in that sense, one of the things that we could experiment with doing in the future is, rather than showing probabilities that are so fine-grained, maybe we can show things like unlikely, or this pathology is likely, or this pathology is possible. In der Medizin bahnt sich eine Revolution an. Wissenschaftler durchforsten mit ihren intelligenten Algorithmen selbst unscheinbare Daten, wie das Auf und Ab beim Gehen. Sie suchen nach auffälligen Mustern, die einen Hinweis für eine mögliche Erkrankung liefern könnten. Die englische Stadt Birmingham. Hier arbeitet ein Wissenschaftler an einem revolutionären Diagnoseverfahren.
Bislang gibt es nämlich noch keine Früherkennung von Parkinson. Doch das könnte sich durch künstliche Intelligenz ändern. Max Little ist Mathematiker und arbeitet an der Aston University. Do not start over. Press start test to begin the recording. Anhand von Stimmproben überprüften Max und sein Team anfangs den Heilungsverlauf nach Stimmbandoperationen. Doch dann veränderten sie den Algorithmus und konnten nun anhand der Stimme Parkinson-Patienten von Gesunden unterscheiden. Das Beispiel Max Little zeigt, wie weitreichend künstliche Intelligenz die Medizin verändert. Es sind nicht mehr nur Ärzte, sondern Datenwissenschaftler, Programmierer und Mathematiker wie er, die mit künstlicher Intelligenz an neuen Diagnoseverfahren arbeiten. Ein Beispiel. Wenn ein Mensch geht, dann registrieren die feinen Sensoren seines Smartphones auch das Auf und Ab seines Gangs. Doch was lässt sich aus solchen Daten herauslesen? If we measured a pattern of someone's walking behavior, then someone who is healthy might have, we might measure the accelerometer to look like that. Okay, so yes. It's just the sort of movement he would have here. Yeah, their hips going up and down regularly, kind of thing, along with their pace. But if you looked at somebody with Parkinson's disease, they may have these small steps like this, and they may be irregular, or they may have patterns like that, or they may even freeze and stop like that. So you can see that there's a difference. Mm-hmm. So you can also now train an algorithm, for instance, to pick out features like what is the time distance between these peaks, and it could also do the same with this, and it would be able to do that very precisely. And by doing so, we may be able to measure, for instance, that here there's large variability even between these. The advantage of the algorithm really comes when, for instance, you might have somebody who measures a pattern which looks like this, and there might just be one small change, perhaps, that occurs, very, very, maybe not like that, but sort of, you know, some. Very small variation. Mm-hmm. That's right. Mm-hmm. In the sequence of these, in the timing of these events, even to a professional eye, because they don't have the level of precision, they may not be able to detect that this mm-hmm. is outside of the normal range of a variation. Mm-hmm. But of course, an algorithm connected to a high precision sensor will be able to determine mm-hmm. that difference. And in this case, this person here may in fact have. A precursor symptom of the disease. So this would mean that this person, with the help of an algorithm, mm-mm. could be diagnosed as having Parkinson, whereas the doctor himself would miss him out. Damit wäre also erstmals eine Frühdiagnose von Parkinson möglich. Für Betroffene ein unschätzbarer Vorteil. Doch was verraten die Daten in unserem Smartphone noch? Right now, you have already apps tracking your so-called activity. Yeah. So in fact, the data might be already there. Well, the data potentially could be there, that's right. But there are ethics about whether we collect that kind of data and use it for these sorts of purposes. Now, clearly, we can't just collect this data and start diagnosing people. We shouldn't. We should not, no, absolutely not. But we could. We could, but we really wouldn't want to. Mm. There are very good reasons not to do it. Mm. And there may be good reasons for doing it as well, but that's the kind of thing that needs to be worked through in a proper, regulated setting. Nach unserem Interview erzählt mir Max Little, dass er sich trotz verlockender Angebote nicht abwerben lässt von den großen Internetfirmen. Die wittern bereits ein neues Geschäft. Die Früherkennung von Krankheiten wird sich dank künstlicher Intelligenz deutlich verbessern.
Doch bei allen Chancen, wir brauchen dringend Regeln. Wir sind unterwegs nach China. Kaum ein Land hat in den vergangenen Jahren einen derartigen Wandel vollzogen. Chinas Metropole Beijing ist elektrisiert. Das Land ist hungrig nach Fortschritt und rast in die Zukunft. Die Uhren ticken hier schneller. Bis zum Jahr 2030 will China zur Supermacht auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz aufsteigen. Zur weltweiten Nummer 1. Und es spricht viel dafür, dass China dieses Ziel auch erreichen könnte. Denn die Regierung hat milliardenschwere Förderprogramme aufgelegt. Diese Roboter sind nicht Teil einer Autofertigung, sondern die Attraktion im neuesten Smart-Restaurant Beijings. KI in der Küche und automatisierte Kellner. Hier habe ich mich mit der Designforscherin Gesche Joost verabredet. Die ehemalige Internetbotschafterin der Bundesrepublik verbringt gerade ein Forschungssemester an der Tongji-Universität in Shanghai. Ich frage sie, wie erlebt sie China? Ich merke hier einen totalen Hunger in der Stadt und es macht total Spaß, mit den jungen Leuten hier sich zu unterhalten, weil die wirklich was verändern wollen. Die arbeiten Tag und Nacht, die haben ein neues Work-Life-Balance-Modell, was sie mir erklärt haben, und das nennt sich 996. Und da dachte ich, hä, wie irgendwie 996? Und dann haben sie gesagt, ja, von 9 Uhr morgens bis 9 Uhr abends, 6 Tage die Woche. Das ist jetzt das bessere Modell, weil vorher haben sie einfach nur durchgearbeitet. Also da ist einfach, es gibt einfach kein Halten, es gibt kein Bremsen, es wird einfach durchgearbeitet, weil sie was verändern wollen. Also dieses Restaurant hat 20 Millionen US-Dollar gekostet, das eine Restaurant, also eine gigantische Menge. Aber es wird alles von A bis Z durchdigitalisiert. Also nicht nur Roboter bringen einem das Essen, sondern auch in der Küche ist alles digitalisiert. Es werden die Kühlketten gecheckt, es werden die Lieferketten gecheckt, es wird alles in so einem Dashboard gezeigt. Alles wird miteinander vernetzt und das probieren sie einmal aus und gucken, funktioniert es oder nicht. Und dann werden Teile davon eben in allen anderen Restaurants dieser Kette implementiert. Und das ist so die Idee. Die probieren es einfach aus und denken sehr, sehr groß. Hallo. Hi. Und ich nehme das jetzt. So, darf ich? Super. Ni hao. Nee, xie xie. Xie xie. Doch was ist mit der Privatsphäre? Also es ist ein sehr starkes Abwägen von Sicherheit versus Privatsphäre. Und man hört hier sehr, sehr viel, dass KI eben für die Sicherheit der Bevölkerung da ist, durch diese Überwachungskameras, die überall sind. Dadurch wurde die Aufklärungsrate für Verbrechen sehr stark angehoben. Und das ist für uns schwer begreifbar, weil unsere Privatsphäre so wichtig ist und die Rechte des Einzelnen so wichtig sind. Aber in China gibt es eine andere Tradition dazu. China fasziniert mich, doch das Land ist ein Rätsel. Wie passt das alles zusammen? Die alte Hochkultur, der moderne Industriestaat und überall Überwachungskameras. Shenzhen, Longyang. Im Herzen von Chinas boomender Wirtschaftsregion nördlich von Hongkong besuchen wir das Kontrollzentrum der Smart City. Auf dem riesigen Monitor werden die Daten des gesamten Stadtbezirks in Echtzeit dargestellt. Der Zuzug in den Stadtvierteln für die Planung von Schulen, der Zustand der Wasserversorgung, Stromausfälle, alle Informationen werden gesammelt, ausgewertet und zwar mit künstlicher Intelligenz. Cheng Bang Tai,
leitender Ingenieur, erklärt mir, man habe das Vorzeigeprojekt gemeinsam mit dem Konzern Huawei entwickelt. Die Verwaltung der Stadt sei nun effizienter. Okay. Stadtplanung, die man hier macht. Das ist Krankenhaus, Betten? Im Moment sind 15.000 Ärzte oder Krankenpersonal. Und 7.600 Betten? Ist Shenzhen im Moment gesund oder krank? Mit intelligenter Überwachungstechnik wird die gesamte Stadt abgescannt. Verbotene Bauvorhaben, so wie hier auf dem Dach, werden ausgemacht und abgerissen. Manches wirkt auf mich wie die Kulisse eines Science-Fiction-Films. Mitarbeiter mit Bodycams inspizieren Seitenstraßen. Totale Überwachung. Chen zeigt mir, wie selbst in Restaurantküchen installierte Kameras die Sauberkeit überprüfen. Doch was sagt der Koch, wenn er ständig überwacht wird? Das System, erklärt er, protokolliere auch genau, wer sich die Bilder ansehe. Wer das unerlaubt mache, würde bestraft. Totale Transparenz im Dienste des Fortschritts. Die Bewohner, meint Chen, fänden das gut. Bei Rot geht man nicht über die Straße. Wer es doch tut, wird erfasst. Ja, da, guck mal. Einmal über die Ampel und schon ist der Score unten. Totale Überwachung. Bei uns undenkbar, doch hier in China sieht man das anders. Die Kriminalität sei zurückgegangen. Was steht hier? Jugendlich. Jugendlich. Ja, jetzt jugendlich plötzlich. Du warst gerade noch in Niederweg. Ich liebe chinesische Gesichtserkennung. Ja? Jugendlich. Totale Transparenz im Dienste einer effizienten Gesellschaft. Manches davon mag sinnvoll erscheinen. Doch wollen wir wirklich alles messen, alles kontrollieren und alles bewerten, nur weil es technisch geht? Führt das nicht unweigerlich zu einer Diktatur der Daten? Vielleicht ist Vertrauen doch besser als intelligente Kontrolle. Silicon Valley. Ein Synonym für Innovation und grenzenlose Freiheit. Hier sitzen die größten Player im Bereich der künstlichen Intelligenz. Doch ihre Zentralen verstecken sich in unscheinbaren Flachbauten. Facebook. Wir nutzen zwar ihre Dienste, vertrauen ihnen unsere Daten an, doch die Firmen schotten sich ab. Ein Selfie am Eingangstor ist gerade noch erlaubt. Nimm an bei Apple. Besuchergruppen bekommen lediglich ein Modell des Neubaus zu sehen. Zutritt nicht erwünscht. Was sich wohl in der Firmenzentrale abspielt? Alles geheim. Wir wollen zu Google, hier in Kalifornien. Haben Wochen zuvor um ein Interview gebeten, doch man hält uns hin. Uns geht es ähnlich wie diesen Besuchern hier. Google lässt uns im Regen stehen. Das hier ist neben einem kleinen Store das einzige frei zugängliche Areal. Diese Google-Android-Statuen sind das Besucher-Highlight, ein ausgewiesener Fotopunkt auf Google Maps. Willkommen bei Google. Google steht erneut im Visier der EU-Wettbewerbshüter. Facebook have refused to answer questions. Les personnels chez Facebook. The European Union handing Google a $2.7 billion antitrust fine. Die Macht dieser Konzerne über unseren Alltag wächst und auch ihre politische Einflussnahme.
Google gibt alleine in Brüssel über 6 Millionen Euro für Lobbytätigkeiten aus. Im Transparenzregister der EU werden knapp 200 Treffen in den vergangenen 3 Jahren aufgeführt. Google ist der aktivste Lobbyist in Brüssel. Wir bekommen endlich unser Interview. Nicht in Kalifornien, sondern in München. Mit einem der dienstältesten Mitarbeiter, Jens Redmer. Wie wichtig ist KI für Google? KI ist für uns so wichtig, dass wir uns vor 2 Jahren das Label gegeben haben, das Etikett einer KI-Firma. Und KI treibt einen guten Teil unserer Produktentwicklung. KI treibt vor allem auch einen guten Teil der Qualitätsverbesserung unserer Produkte. Also bei der maschinellen Übersetzung haben wir in den letzten 2 Jahren dramatisch bessere Ergebnisse sehen können durch die Anwendung von maschinellen Algorithmen, als wir sie in den 10 Jahren davor gesehen haben. Wie man diese Dienste umsetzt, wie man KI anwendet, das wird ganz sicherlich auch die Gesellschaft in den nächsten Jahren vorantreiben. Das Wichtige dabei ist immer, dass man das verantwortungsvoll macht, dass man das mit Prinzipien der Transparenz, dass man erklärt, wie die Dinge funktionieren, warum sie gebraucht werden, wohin meine Daten fließen, wie ich sie kontrollieren kann, wie ich sie löschen kann, wenn ich sie löschen möchte oder weiterleiten möchte. Der Nutzer muss in Kontrolle sein. Doch was ist zum Beispiel mit Google Home, dem intelligenten Mikrofon im Wohnzimmer? Google Home hört nicht ständig mit. Google Home hat einen kleinen Chip auf dem Gerät, der auf das sogenannte Hot Word lauscht. Also der lauscht darauf, bis Sie sagen, okay Google oder hey Google. Und erst dann wird das Mikrofon angeschaltet, um Ihre Stimme, Ihren Befehl, Ihre Suche an das Internet, an den Google-Server zu senden, um dann das Ergebnis zu präsentieren. Das heißt, also ich meine, als Wissenschaftsjournalist will man natürlich auch wissen, was kommt. Es gibt eine Patentanmeldung, September 2016. Google führt hier detailliert auf, was sich aus Geräuschen im Haushalt ableiten lässt. Wie lange wir unsere Zähne putzen, ob wir uns streiten oder ob ein Hausbewohner krank ist. Da geht es ja um weit mehr als Worte, sondern eher um Stimmungen. Ich meine, das ist eine Patentanmeldung von Google, kann jeder nachlesen. Also mir ist diese spezielle Patentanmeldung nicht bekannt. Wir haben jedes Jahr eine ganze Reihe von Patentanmeldungen. Die allermeisten von diesen Patentanmeldungen sind imaginäre, fiktive Dienste, die wie bei vielen anderen Firmen nie in reale Dienste umgesetzt werden. Also ich kann zu diesem speziellen Patent jetzt an dieser Stelle nichts sagen. Patente für imaginäre, fiktive Dienste? Die Lobbytätigkeit von Google in der EU ist jedenfalls real. Wie oft interveniert Google zum Beispiel in der EU? Ich glaube, die wichtige Frage ist der Punkt, der zwischen den Zeilen steht, nämlich wie ethisch geht ein Unternehmen mit der Entwicklung von Produkten um? Und wir haben uns mit gesetzten Prinzipien eigene Regeln gesetzt, die unser eigenes Tun, unsere eigene Forschung und unsere eigene Produktentwicklung beeinflussen und auch unsere Geschäftsentscheidungen beeinflussen. In den USA wächst inzwischen der politische Druck auf Google. Washington. Wir treffen uns hier mit Barry Lynn, dem Leiter des Open Market Instituts, einem Think Tank. Er kritisiert die Einflussnahme der Konzerne. We need to know in our society that the people who bring information to the public sphere, who talk to the press, who talk to the our representatives in Congress, that they represent their own selves, that they're speaking in their own name and not for someone else, that they're not stooges, that they're not puppets. And the fact is today, our society, this is true here in Washington, it's true in Europe, our society is filled with puppets, with stooges who represent the interests of Google and Facebook and Amazon. In der Datenwelt zeigt sich noch eine Besonderheit. Hier bilden sich immer mehr Monopole. When you have a monopoly, whether it's over retail, whether it's over search, then it means that the public doesn't actually have the ability to understand how that information is being used, how that power is being used. Monopoly per se, unless it is regulated closely by the public, is a danger. Google means to take over the world. They mean to direct our thoughts,
between person and person, our communications between person and person, our dealings in business between person and corporation. They mean to direct everything that they can. They want to know what's going on in our thermostats in our houses. They want to know what we're watching on TV. They are at a level of hubris that even the Stalinists could never have imagined pushing for. Google, Facebook, Amazon. Wird unser Leben immer mehr von diesen großen Konzernen bestimmt? Wir haben um einen Termin bei der deutschen Justizministerin gebeten. Wie lässt sich die Macht dieser Monopole einschränken? Es ist dringend an der Zeit, das Kartellrecht an das moderne Zeitalter anzupassen. Wir haben das gesehen bei der Übernahme von WhatsApp und Instagram durch Facebook. Das hätte man eigentlich schon kartellrechtlich verhindern müssen, weil völlig absehbar war, wozu das führt, nämlich zu einer nochmal massiven Datenkonzentration. Aber die Daten sind bisher kein Kriterium beim Kartellrecht, sondern es geht um Userzahlen, es geht um Umsatz und solche Dinge. Die haben eine Suchmaschine, nutzen Google. Google weiß, was die im Fernsehen gucken. Es gibt Thermostate von Nest, sprich Google, also die wissen, wie die eingestellt sind. Es gibt Google Home, die wissen, was gesprochen wird. Muss man da nicht irgendwann sagen, hey, stopp mal, das ist zu viel in einer Hand? Absolut. Irgendwann muss das zerschlagen werden. Es muss vor allen Dingen auch reguliert werden, was dürfen die überhaupt haben und was dürfen sie damit machen. Da, wo riesige Datenkonzentration vorhanden ist, kann man auch denen auferlegen, dass sie das öffnen müssen. Also, dass sie Wettbewerber, dass sie öffentliche Einrichtungen, Verwaltungen beispielsweise, Start-ups, dass sie die auch zur Verfügung stellen müssen. Das ist ja so etwas wie eine natürliche Ressource geworden. Fest steht, künstliche Intelligenz verstärkt die Macht von Google und Co. Die Politik muss dringend handeln. Auch unsere Mobilität steht vor einem großen Umbruch. Dank künstlicher Intelligenz sollen schon bald autonome Autos durch unsere Städte fahren. Die Maschine übernimmt das Steuer. Doch wie realistisch ist dieses Vorhaben? Wir sind in Boston, am berühmten Massachusetts Institute of Technology. Einer der führenden Wissenschaftler auf dem Gebiet selbstfahrender Autos ist Professor Sertaj Karaman. Er und sein Team arbeiten an autonom fahrenden Prototypen. I think that we've nailed a couple items with computers and machines. One is all of this mapping and localization, all that technology works super well. Computers can know where they are within centimeter, maybe sometimes with millimeter precision, way more than what is required to drive. Computers are now able to look around and understand where everybody else is. But that's not what's required for driving. What's really required is to understand what's going to happen next. In the next 3 seconds, 5 seconds, next minutes, maybe even sometimes next hour. And so that's the key missing piece. And I think the problem there is that right now, it's very hard for you to describe to me how you understand whether or not a person is gonna use the sidewalk or is gonna use the crosswalk and cross the street. Sometimes you look at the face of a person and that facial impression gives them away and you will slow down. Sometimes not. They may be looking at the same direction, they may be standing in the same location, it's just a little face impression, maybe just the way they stand. And unfortunately, that kind of intuition, gut feeling, and so on, is very hard for us to program into the computers. In der einfachen Laborwelt funktioniert es schon. Doch in der Wirklichkeit sind die Algorithmen hoffnungslos überfordert. Doch die Werbung schert das nicht. Bei unseren Testfahrten gab es ausnahmslos eines: Pannen. So. Mal eine unerklärliche Vollbremsung. Auch beim zweiten Versuch. Bei diesem Fahrzeug
sind die Sensoren überfordert durch ein am Rand parkendes Auto. Und hier übersieht das intelligente Auto einen ausscherenden PKW. Und irgendwas nebenbei machen. Gar nicht schlecht. Ich wieder. Das hat jetzt zum Beispiel nicht geklappt. Im Gespräch mit den Entwicklungsingenieuren wird jedem klar, wie groß der technische Aufwand ist, damit ein Auto von selbst fährt. What I think about fully autonomous cars is that I think I will be very surprised if it happens in less than 10 years. Also, I will be very surprised. I'm a big believer. I'd be very surprised if it doesn't happen in 20, 30 years. I think it will happen at some point. Mm-hmm. But I do think that people really underestimate the kind of technology required to be built to make your car fully autonomous under every condition, every circumstance, every whatsoever. That's the very hard part. Autofahren ist nicht so trivial, wie man denkt. Und das hat damit zu tun, dass man ständig eigentlich sehen muss, was um einen herum passiert. Fahrradfahrer, Fußgänger. Und manchmal muss man so vorhersehen, oh, geht der gerade über die Straße oder nicht. Und sich vorzustellen, dass das alles automatisch passiert. Autonomes Fahrzeug muss das alles irgendwie auch handeln. Ja? Also da dreht jetzt ein LKW. Jetzt muss ich vielleicht zurück, weil der es gar nicht schafft. Will die jetzt über die Straße oder nicht? Manche gehen ja einfach. Das vollautonome Auto ist ein entfernter Traum. Doch intelligente Assistenzsysteme machen schon jetzt das Fahren sicherer. Ein Unfall gefilmt aus einem Wagen mit Bremsassistent. In der Zeitlupe erkennt man, was passiert. Das vorausfahrende rote Fahrzeug übersieht den Stau, keine Bremslichter. Der Abstandssensor registriert den Stau, bremst und verhindert eine weitere Kollision. Doch nach welchen Grundsätzen soll die Technik in einer Unfallsituation entscheiden? Seit einigen Jahren befasst man sich am MIT Media Lab in Boston mit den ethischen Fragen, die künstliche Intelligenz aufwirft. Nach welchen Gesetzen sollen die intelligenten Apparate der Zukunft handeln? Professor Ayad Ravan zählt weltweit zu den renommiertesten Experten, wenn es um solche Fragen geht. Er und sein Team entwickelten die sogenannte Moral Machine. Worum geht es da? Most of the time, people don't remember anything. And people have no time to react. Everything happens very quickly, so they just are surprised. Maybe they see something in front of them and they just swerve in some random direction, or maybe they just freak out and press the brakes. So you cannot expect a human being to do the right thing in such a small time scale, unless you know they made a decision beforehand, like, you know, did they drink and drive, or did they know that they were going to cross a red light? Then you blame them. But otherwise, you can't really blame the human. But with a machine, because of the speed of the electronics, because the autonomous car is evaluating the environment, you know, millions of times per second, then time goes much slower for the machine, and it's able to recalculate the situation and maybe recalculate the strategy. And this is where we can make a potentially better judgment than the whatever random choice the human used to make in this situation. Now, what is better, though, is a very interesting question, and it's not obvious. And let's see a case where we have people versus people. So now we have the vehicle has two people inside of it. Okay.
and it's going to either swerve and hit the barrier, so the people will die in the car, or the car will go straight and kill the pedestrians. The pedestrians who are crossing illegally, but they're also women, and these the people in the car are males. So now it gets very complicated very mm-hmm. quickly. Mm-hmm. Should you prioritize women over men, or should everybody be the same? Should you prioritize pedestrian over passenger or not? Mm-hmm. Should you take into account the fact that people are crossing illegally in this case? Okay. So as you can see, once you have multiple dimensions, it becomes not obvious what the right thing to do is. A oder B? Wer soll sterben? Die ältere Dame, die bei Rot kreuzt? Oder das Kind im selbstfahrenden Auto? Wie soll der Algorithmus entscheiden? Im Internet hat AIDS Team viele solcher Dilemmasituationen aufgeführt. Die Nutzer sollen auswählen, wie der Algorithmus entscheiden soll. So as a result we have 40 million decisions. And they're still counting mm-hmm. From people all over the world. And it enables us to start analyzing what do people agree on, but also how do they differ. Wie beeinflusst die jeweilige Kultur die ethische Entscheidung? People always agree on saving more lives, saving children, saving people who cross legally, over people who don't cross legally, and so on. The most interesting part is you could pick a country, mm-hmm. like Germany, yes, we, so. And you could see how they compare to the global average. You could see... Ah, okay. So the status is not really important, but what you can see in Germany is preferring inaction. Yeah, so if you don't have to, if you prefer to just go straight. Yes. Which is the default. Don't take a decision. Exactly. This means Germans don't like to take a decision? Yes. Germans don't like, also Augen zu und durch, you say. Close your eyes and go. And just go. So yeah. So this means, in other words, uh-huh. you can see a bit the acceptance of uh-huh. technology taking a decision. Yeah. And the more you say inaction means well, the car goes straight. Yeah. Okay, Schicksal. Der Vergleich zwischen Deutschland und Frankreich offenbart kulturelle Unterschiede. Franzosen wollen vor allem Frauen verschonen. Auch Kinder werden stärker berücksichtigt. Und im Gegensatz zu uns soll in Frankreich nicht der Zufall entscheiden, sondern die Maschine. And the machine is kind of a mirror. For the first time, something that you did subconsciously or maybe instinctively, in the case of an accident, you know, you just act randomly. Now you have to make a conscious choice, and the machine is forcing you to make a choice, right? You cannot hand wave it, because in the end you have to program something. Vollautonome Autos lassen auf sich warten, und es gibt ethische Fragen. Künstliche Intelligenz birgt großartige Chancen im Alltag, in der Medizin oder bei der Mobilität. Doch es genügt nicht, nur die technischen Möglichkeiten zu sehen. Worin liegt die Sinnhaftigkeit dieses Fortschritts? Intelligente Algorithmen können diese Frage nicht beantworten. Das können nur wir Menschen.